Hoppla, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir es gedacht habe, hier das alles vernünftig haltend hinzukriegen. Aber es gibt, wie ich versprach, Videos. Ich wollte die eigentlich mal in Echtzeit aufschreiben, die Sätze, damit man auch die Schrichtfolge lernen kann, aber das ging irgendwie nicht. Wie auch immer, genau, das Video, das ich euch heute und jetzt hier zeige, beantwortet die Frage, wie baue ich chinesische Sätze? Ganz einfaches Grundlagenvideo. Ich habe auch nur ganz einfache und normale Vokabeln genommen. Weiß nicht, natürlich muss man schon ein paar Schriftzeichen können, bevor man sich das anguckt, sonst ist das ein bisschen überfordernd. Aber es geht erstmal nur um die grundlegende Vermittlung dessen, wie so ein chinesischer Satz überhaupt aufgebaut ist. Subjekt, Blödsinn. Chinesisch ist eine Subjekt-Prädikat-Objektsprache und entsprechend ist das erste Beispiel, was ich hier habe, auch der Subjekt-Prädikat-Objektsatz. 我看电视. Ich sehe Fernsehen oder Fernseher. 我 ist das Subjekt, kann ist das Prädikat und 电视 ist das Objekt. Zweiter Beispielsatz ist 他喝咖啡. Er trinkt Kaffee. Ta, er, das Subjekt. He, trinken, das Prädikat. Und Kaffee, der Kaffee, das Objekt in diesem Satz. Der nächste Satztypus, der vorkommt, ist der Copula-Satz. Die Asiaten haben es irgendwie mit Copula. Wir hatten das ja im klassischen Japanischen, im klassischen Chinesisch auch schon. Im modernen Chinesisch funktioniert das ein bisschen anders, nämlich eigentlich ganz grob auch so wie der Subjekt-Prädikat-Objektsatz. Vorne steht das A und hinten steht das B und in der Mitte steht die Gleichsetzung, die Copula Sh. Erster Beispielsatz wäre Mao Shi Dong Wu. Also, die Katze ist ein Tier. Oder der zweite Beispielsatz. Lao Shi Shi Zhong Guo Ren. Der Lehrer ist Chinese. Also A gleich B. Wir hatten ja im klassischen Chinesisch A, B, Ye. Da stand die Copula hinten. Das hat sich im modernen Chinesisch aber umgekehrt und hat sich quasi an diesen Satzbau hier angeglichen. Dann gibt es noch den dritten Typus, das ist der der Verbaladjektive. Und zwar können wir zwar im Deutschen sagen, mir ist langweilig oder es ist dunkel und haben da auch das, was wir hier mit ist übersetzt haben, stehen und verbinden damit das es mit dem Dunkel. Im es ist dunkel zum Beispiel, das geht im Chinesischen aber nicht, da können wir nicht sagen es shi dunkel, sondern dafür gibt es den Typus der Sätze mit Verbaladjektiv. Das heißt also, wir haben Adjektive und die können wie Verben genutzt werden. Einzige Besonderheit daran ist, dass sie ein Adverb dazu brauchen. Hier habe ich das mal mit T markiert und Satzthema genannt, weil man mit dem Satzthema in ostasiatischen Sprachen eigentlich in der Regel immer viel umfassender arbeiten kann als mit einem Subjekt. Der Begriff ist ja so ein bisschen problematisch. Also, Tianqi, das Wetter, Hen ist das Adverb, Leng, und Leng heißt kalt. Also das Wetter ist kalt oder es ist kalt. Die Sache ist die, das Verbaladjektiv ist ja Leng. Und wenn wir einen positiven Aussagesatz machen, also es ist kalt, es ist dunkel, der Kaffee ist heiß, das Essen ist fettig oder, dann müssen wir vor das Verbaladjektiv immer ein Adverb setzen. Und hen steht im Wörterbuch als sehr. Es muss aber dann nicht unbedingt mit übersetzt werden, denn in Anbetracht der Tatsache, dass wir immer ein Adverb brauchen vor dem Verbaladjektiv, ist das, was eingesetzt wird, wenn wir jetzt irgendwie überhaupt kein Adverb haben, was wir sinnvollerweise benutzen könnten, das hen. Das ist also das Alibi-Adverb, was immer drinnen steht, kann also auch unübersetzt bleiben. Wenn wir jetzt sagen wollen, es ist äußerst kalt, würden wir zum Beispiel sagen, Tianqi, und dann als Adverb Feichang Leng. Okay,
Zweiter Beispielsatz ist Shichang, der Markt, Hen Nao. Nao bedeutet belebt oder laut oder umtrubelt oder sonst irgendwas. Da ist auf jeden Fall viel los. Shichang Hen Nao. Also auf dem Markt ist viel los, oder der Markt ist laut. So, und das Schöne an der Sache ist, damit haben wir die grundlegenden Satzthemen oder Satzschemata schon abgeschlossen. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal so als Beweis dafür, das, was im Deutschen beispielsweise ganz anders läuft, nämlich Nebensätze oder Fragesätze. Die kennen bei uns nämlich eine Inversion, das heißt, wir haben dadurch, dass wir da die Reihenfolge der Worte oder der Satzbestandteile ändern müssen, haben wir da eine Varianz drin. Die gibt es im Chinesischen aber nicht. Ich habe jetzt mal als Beispiel genommen. Ich trinke Tee. In way, weil, ist unsere Konjunktion. Und die macht ja einen Unterordnen oder Beiordnen Nebensatz. Und ist also eine subordinierende Konjunktion. Und dahinter steht der Nebensatz. Cha, hen, hao, he. Also Tee ist sehr wohlschmeckend. So, jetzt müssten wir im Deutschen sagen, ich trinke Tee, weil Tee sehr wohlschmeckend ist. Wenn wir aber das als Hauptsatz nehmen würden, würden wir einfach sagen, Tee ist sehr wohlschmeckend. Das heißt, wir haben im Deutschen eine andere Reihenfolge, hier im Chinesischen bleibt es aber genau gleich. Es wäre also so, als wenn wir einen Satz mit Verbaladjektiv ganz normal irgendwo alleine stehen hätten. Cha, hen, hao, he. Also Tee ist einfach sehr lecker. Keine Inversion notwendig. Wenn wir Fragewörter drin haben, wie zum Beispiel Shei, wer, dann rücken die einfach an die Stelle des Satzteiles, nachdem gefragt wird. Normalerweise steht ja derjenige, der handelt, hier ist es ja eine Person, vorne, also hier Wo he cha, und hier ist dann die Frage Shei he cha, also wer trinkt Tee? Anyway, cha hen hao he. Das wäre also quasi die Frage zu dieser Antwort. Und weitere Beispiele ist zum Beispiel, wir hatten oben den Beispielsatz Mao shi dong wu, also Katzen sind Tiere. Und hier haben wir Mao shi sheme, also was ist eine Katze? Und dann dahinter den Beispiel oder den Antwortsatz Mao shi dong wu, also eine Katze ist ein Tier. Wir sehen, das Fragewort rückt an die Position dessen, nach dem gefragt wird. Zweiter Beispielsatz. Tianqi, zemeyang. Zemeyang, also wie, auf welche Art und Weise. So. Tianqi, das Wetter, zemeyang. Wie ist das Wetter? Ganz einfach. Antwort darauf, das, wonach gefragt wird, zemeyang, rückt an die Stelle des Fragewortes, beziehungsweise das Fragewort hat die Stelle des Ziels angenommen sozusagen, also steht hier wieder Tianqi vorne und seine Eigenschaft Henhao, also das Wetter ist gut, steht hinten dahinter. Genauso läuft das mit Ja-Nein-Fragen, zum Beispiel Ni ka shu ma, also liest du? Ni ka shu, das heißt also du liest. Und die Frage Ni ka shu ma ist dann entsprechend die Frage ohne Inversion. Das zweite wäre die Frage zu dem Kobola-Beispiel, was wir oben hatten. Also Lao shi shi zhong guo ren ma? Also der Lehrer ist Chinese? Fragezeichen. Und die Antwort wäre dann einfach die Wiederholung, nur ohne die Fragepartikel ma. Also, Lao shi shi zhong guo ren. Der Lehrer ist Chinese.